Heute gibt es den klassischen 1-2-3 Mürbeteig. Das ist einfach der beste von allen. Also ein Teil Zucker, zwei Teile Butter, drei Teile Mehl. Ich brauche etwas größere Menge. Butter wird mit Zucker vermischt und dann kommt alles unter das Mehl. Nur mit der Hand drücken, bis sich so langsam alles verbindet und ein Teig entsteht. Backpulver hat dem Mürbeteig nichts zu suchen, auch keine Flüssigkeit. Für weichen Mürbeteig, wenn der benötigt wird, Eigelb oder Ei dazugeben. Bei Eigelb wird das Gebäck besonders mürbe. Immer dann wieder ein kleines Stück nehmen und dann Teig kneten. Und dann wieder so, dass alles gleichmäßig untereinander kommt. Dann wieder kleinere Stücke nehmen, zum Großen zusammen. Und jetzt sind wir schon fast fertig. Eine Rolle formen, Stücke abschneiden, je nachdem, wie sie gebraucht werden, für Formen oder Mürbeteigboden für Torten. In Gefrierbeutel einfüllen, ziemlich flach drücken und dann eingefrieren. So ein Teig hält sich gut ein halbes Jahr oder auch länger. Anfangs noch ein kleiner Trick. Einen Nylonstrumpf um das Rollholz wickeln bzw. aufziehen und der Teig bleibt nicht kleben. Und jetzt nehmen wir den gefrorenen Mürbeteig aus der Truhe, kleine Bröckchen machen, 10 bis 15 Minuten tauen lassen und dann den Teig geschmeidig kneten. Der Teig ist noch eiskalt und das ist richtig so. Dann lasst er sich richtig schön ausrollen. Und das ohne Mehl. Mit der Palette wegschneiden vom Tisch. Und dann mit einem Blechdeckel, soweit man hat, ansonsten irgendwie auf das Papier bringen, das geht schon, auf das Backpapier und jetzt nochmal ganz dünn ausrollen, da ist was hängen geblieben, da war das Nylon nicht ganz am Rand. Und das alles ohne Mehl, der Strumpf wirkt Wunder. Ausstechen den Boden, richtiger Teig entfernen, Mürbeteigboden für Torten möglichst dünn ausrollen, mit der Gabel stupfen, damit beim Backen die Luft entweichen kann und keine Blasen entstehen. Richtiger Mürbeteig zurück in den Beutel, flach drücken und fürs nächste Mal wieder in die Truhe. Mürbeteig Flachgebäck nie zu heiß backen. Dann wird das Gebäck schön gleichmäßig goldgelb.
Tschüss.